na? Laden verzippeln, nur gib. Genau. Und mit diesen Worten herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei German Core Wrestling. Als erstes, wir haben kein Arenenfeuerwerk mehr vor der Show. Und das ist sehr traurig. Das, ja, das Zweite. So. Ich muss noch einen Knopf drücken. Und damit, mit diesem Knopf, mit diesem wunderschönen Knopf und diesem wunderschön animierten Amazing Black neben mir, heiße ich euch in 2K23 willkommen. So, ich drücke. Bumm. So. Wir haben jetzt hier die neue Season. Wir haben viele neue Leute, wir haben viele neue Überraschungen für euch. Und wir fangen mit keiner an. Ihr glaubt doch nicht, dass wir hier gleich die Wundertüte aufreißen. Aber... okay. Ich bin verwirrt, was da passiert. Aber alles im Grün. Die Leute machen sich bereit. Wir haben wieder eine volle Matchcard für euch. Und mit diesem neuen System, das hier passiert. So. Ist ja auch für uns jetzt das erste Mal in diesem neuen Universe. Ne, da wisst ihr doch bestimmt gleich Bescheid. Ja. Ja. Ich bin ja selbst gerade hier überrascht. Aber die Leute sind bereit. Wir sind bereit. Und dann sagen wir, let's go, ne? Und dann, so aufgeregt. Dann starten wir. Das erste Match. Und wir haben hier Best Friends United. Die ehemaligen Tag Team Champions. Und Amazing Black, ich sehe, du hast ein neues Outfit. Ja, rot steht dir besser. Für mich ist blau geeignet. Ja, also natürlich ganz klar inspiriert von Devin McRae, Dante und Virgil. Also. Ja. Ja, also da sieht man einfach unsere Liebe zu freundschaftlichen Hass gegenseitig, ne? Der Hass treibt uns an. Wir können uns zwar nicht leiden, aber wir können uns leiden. So. Und mit diesem ersten Teststream müssen wir mal gucken, ob auch alles überläuft. Schau dir das an. Die kennen wir doch auch noch. Da haben wir Leon Vespucci und Luigi Vespucci. Und im Chat, da sehe ich doch Mr. Bombig. Und Taker. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Also, ich muss entschuldigen, falls es hier noch zu klein technischen Schwierigkeiten kommt. Ah, Pascal ist auch da. Wunderbar. Ich heiße euch willkommen bei 2K23. Das ist der erste Stream in dieser Season und es kann sein, dass hier noch einiges ein bisschen, ne, ausbaufähig ist. Zum Beispiel sehe ich gerade, dass OBS ein bisschen Schwierigkeiten hat. Wir ziehen dieses Match aber noch durch. Und dann gibt es ein bisschen Feintuning. Also, wenn es kleine Lags gibt, das wird nicht an euch liegen. Das sind noch die Feineinstellungen. Oder einen Moment, ich fixe das schnell.
DDT, Dropkick. Harter Tritt. Oder so. Nein, wir sind wieder live. Nee. So. Es wurde alles gefixt. Hoffe ich. Jetzt müsste alles flüssig für euch laufen. Und dann geht's hier los mit dem ersten Match. Wir haben die Best Friends United gegen das Syndikat. Das ja in unserer letzten Großveranstaltung gut gepunktet hat. Auch wenn im Gesamten der Fehde The White Dream besser am Start war. Und eigentlich hier die Freundschaft, die Familie auf die Probe gestellt haben, hat das die Familie auch wieder zusammengebracht. Oder was sagst du dazu? Warst du dabei bei diesem wunderschönen Tornado Table Tag Match? Oh, was für ein Facebuster. Oh, sieht nicht gut aus für dich, Ronny. Ah ja, Tiger Ronny hier unter Druck. Mann, nicht, dass die Schulter gleich rausspringt. Oh oh, oh oh, schau dir den Leon an, der ist auf den dritten Seil. Oh, oh. Als wäre er über diese Pause stärker geworden. Leon Vespucci hier mit einem Lenkdrop nach dem anderen. Und die Best Friends United, auch wenn es nur einer von beiden ist, sie werden hier dominiert. Oh, TK-Fan sagt gerade, der schaut über seine Switch bei seiner Freundin, die GCW. Einerseits tust du mir leid, andererseits, Alter, was für ein Einsatz, mein Freund. Jetzt sind beide wieder im Ring. Und die Schlacht geht da weiter, wo sie auch legal beendet werden kann. Kitchen Sink. Und da bist du wohl ein bisschen eingerostet, oder? Ja. Aber ist nicht schlimm. Lange Pause, ne? Und pass auf, wenn ich erstmal meinen zweiten Arm benutze. So, aber guck es dir an. Der Fame Razor! Der Fame Razor! Alter, da zeigt Tiger Ronny die Qualitäten. Oh, da gibt es einen fetten Schlag von Leon. Was macht denn Amazing Black da? Legt sich mit Luigi an. Aber Amazing Black wird auf jeden Fall bewiesen. Der Ref ist gekauft. Der Ref ist doch gekauft. Nein, okay. Bin ich jetzt bei Gleichberechtigung. Ich wollte sagen, Luigi war da auf meiner Seite. Ja, wie, er war auf deiner Seite? Naja, also physisch gesehen. Und diese Ablenkung wird genutzt. Pumpende Powerbomb. Eins, zwei, drei. Oh, nice. Best hat sich am wenigsten gelohnt. United hat sich durchgesetzt gegen das Syndikat. Oh yeah. Ah, trotz des kleinen Kratzers da auf der rechten Augenbraue. Durchgesetzt. Liebe gemacht. Und damit, mit diesem ersten Match, heißen wir euch willkommen bei German Core Wrestling. Und Amazing Black, sag mal was. Ich finde dein virtuelles Ich nehme mir einfach so sexy. Was soll ich denn sagen? Es war auf jeden Fall ein sehr schnelles Match, finde ich. Ja, das stimmt. Aber, naja, da war halt auch eine Ablenkung zwischen, ne? Ja. Und ein Tiger Ronny, der hat das natürlich perfekt genutzt. Und dann war das erste Match dieser neuen Season auch gleich vorbei. Also, ich finde aber einfach unsere technische Entwicklung genial, weil du kannst es dir nachher im Video anschauen, wie realistisch dieses Amazing Black neben mir einfach ist. Dieses virtuelle Amazing Black. Also. Wunderschön. Ey, ich bin immer wieder total. Alter, ich würde dich gerne anfassen, so, ne? So einfach mal rüberditschen. Kommen wir aber zum zweiten Match. Ja, wir sind schon bei 2K23, White Boy. Das ist die neue Season. Und wir hatten die Männer. Gehen wir rüber zu den Frauen. Denn die wollen sich ja auch hauen. Oh, die sind auch schon im Ring. Und Ashley. Ja.
Also, ich werde nicht sagen, das hat sie verdient, aber sie wollte sich hier einen Scherz machen und naja. Jetzt ist sie die Witzfigur. Ha! Sah ganz geil aus eigentlich. Ja. Und wir haben natürlich hier unsere Championess, Kim Kulve. Diese hat ja in der letzten Season eine Dominanz gezeigt, wie eigentlich die letzten 2 Jahre auch. Also kaum etwas kann diese Dame stoppen. Wenn die ihren Backstab ansetzt, ist vorbei. Und da sehen wir schon mal einen schönen Dropkick, bearbeitet hier schon mal den Rücken, wird vorbereitet. Aber jetzt kann Ashley ausweichen. Was ist denn deine Einschätzung hier? Ashley oder Kim Kulve? Du weißt, ich bin immer für Kim Pulver. Oha. Die hat doch einfach, also, was gibt's Besseres in der Diva-Division als Kim Pulver? So. Also bis jetzt nicht viel. Es gab mal so kleine Ausrutscher. Titel hatte sie auch mal verloren, aber in Rückmatches hat sie dann immer noch mal eine Nummer draufgelegt und dann ja, war sie wieder Championess. Und das hat sie eigentlich die letzten 2 Jahre jetzt durchgezogen. Und mal gucken, ob das jetzt das dritte Jahr von Kim Kulve wird. Da lässt sie sich auf jeden Fall feiern, aber Ashley ist dann hinter ihr. Whip und Tespress. Und ich sehe White Boy. Der fragt sich da, mit wem ich denn da rede. Mit wem rede ich denn da? Mit Amazing Black. Genau, denn wir sind Best Friends United. Ha. Oh, 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 oh. Ashley kommt an die Rand. Oh, was sehen wir da? Straight Jacket Nick Breaker. Ich überlege gerade, wie dieser eine Militärfilm hieß. Full Metal Jacket, ne? Ja, vielleicht war es der Full Metal Jacket Neckbreaker. War der Major Pain. Neckbreaker. Kennst du eigentlich die Geschichte, wie dieser Major da eigentlich seine Rolle bekommen hat? Nee. Ist eine ganz lustige Geschichte. Und die haben den eingestellt. Das war wirklicher General, der eigentlich nur die Schauspieler anlernen sollte, die anderen anzuschreien. Aber das hat er dann so gut gemacht, dass sie ihm einfach die Rolle gegeben haben, weil die anderen das nicht konnten. Nice. Oh, Queen Suplex gegen die Terror Queen selbst. Oh, da fällt die auf die Nase. Und White Boy. Best Friends United versus White Dream mal? Fragezeichen. Ja, wir haben jetzt eine ganze Season. Oh, Backstabber! Was das für Ashley? Ist Ashley jetzt weg vom Fenster? Und ja. Das war's. Ja, Kim Kulve ist und bleibt Kim Kulve. Das lässt sich leider nicht verhindern. Und ja. Da macht Kim Kulve kurzen Prozess hier bei der GCW. Und da lässt sie sich feiern. Ja, was ich sagen wollte, White Boy, wir haben jetzt eine ganze Season vor uns und da wird jeder bestimmt auch mal auf ihn treffen, ne? So. Und da siehst du jetzt auch mal Amazing Black neben mir. In Realität echt, Alter. Gefühlt echt. Ja. Mit Erdbeergeschmack. Oh Nenn Mann. mich dein Bubblegum. Ja, also, bist doch mein kleiner Hubba Oh, Bubba. nicht dein Hubba-Bubba-Baby. Ja. Ach ja, so. 2 Matches haben wir. Ja, kommen Und wir zum dritten. die fordern Ugly Retardo nicht heraus, sagen sie im Chat. Der hat sich für diese Verlängerung, für diese Vertragsverlängerung gar nicht gemeldet. Also, der ist noch gar nicht im offiziellen Kader dabei. Der kommt bestimmt noch. Ja, das ist ja genauso wie Jester Velka. Der konnte jetzt auch noch nicht da sein, weil er hatte einen kleinen Unfall, wie man bei den GCW News das gesehen hat.
So, wechseln wir die Kamera. Wir haben jetzt das nächste Match für euch. Und ich glaube, das wird den Pascal jetzt freuen. Wenn er denn noch da ist. Denn die erste Person für dieses Match ist der liebe, gute Blade. Das war ja so ein Überraschungsneuling im letzten Jahr. Aber mal gucken, wie er sich jetzt erschlägt. Dieser Mann, der hat vieles besiegt und hat noch trotzdem einen weiten Weg vor sich. Er war an dem Titel schon mal sehr nah. Jetzt muss er wieder sich hochkämpfen. Jetzt ist aber die Chance. Ich meine, ein Jester Becker ist verletzt. Irgendeiner muss gegen den GCW-Titel ran. Jetzt ist die Chance, sich hochzukämpfen. Ah, Pascal schreibt auch, sicher doch. Na, aber sicher doch. So, ich muss mal gucken, ob ich hier was zum Trinken greifen kann. Im Messing Blacker Zimmer einen richtig tollen Witz. Also. Treffen sich zwei Jäger. Beide tot. Der war so geil. Also, mal sehen, ob ich den qualitativ ich weiß nicht, ob ich ihn unterbieten will oder überbieten will. Ich versuche mal mit unterbieten. Warum können Ameisen keine Christen werden? Warum? Weil sie Insekten sind. Oh Gott. Ja. Was ergibt 3×7? Fein Sand? Nee, 7×7 ergibt fein Sand. Jetzt kommt der kleine Bruder von Pokita Hyugo zum Ring. Ja, du sagst es. Hier Neuzugang. Das ist unser guter Gabriel Hyugo. Dieser Mann hat hier sein Debüt, denn in der ersten Episode German Core Wrestling haben wir natürlich auch die ein und die andere Überraschung. Und das ist eine Überraschung. Und dieser Mann darf sich jetzt durchsetzen. Mal gucken, schafft er es das, was auch der gute Blade im letzten Jahr geschafft hat? Oh, und Blade kommt gleich angerannt. Ja, Facecrusher, Bulldog. Oh, Springboard. Kata. Der gibt dir hier gleich richtig Gas. Oh, Big Boot hinterher. Das ist natürlich die Erfahrung eines Blades Jawbreaker. Und jetzt die ersten Aktionen eines Gabriels. Oh, schöner Dropkick. Ab in die Ecke. Jetzt stell dir mal vor, er hätte Spikes an. Und dann hier so Tätowierungstusche an den Spikes. So, ne? Und dann einfach mal so gegenspringen, ne, mit einem Dropkick. Und mal gucken, was für ein Tattoo bei rauskommt. Mhm. Oh, Gabriel. Ja. Dritten Seil. Oh, 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 oh. Ja, ja. Gabriel macht sich bereit für den Dive nach draußen. Er wird abgefangen. Powerbomb. Oh, Powerblomb. Powerblomb. Das Highlight aus dem letzten Jahr nochmal Revue passieren lassen hier. Aber Blade, Alter, fängt da den anfliegenden Hyugo auf. Oh, German Suplex. Aua. Das tut doch weh. Ripcord. Lariato. Ja, gegen Blade ist nicht einfach. Also da hätte der Gabriel auch wirklich 20 andere Gegner haben können, die wahrscheinlich einfacher sind. Oh, dann kommt er den Griff. Crossbody, Cover. Oha. White Boy sagt, wir sind so oldschool. Und oh, Bombik hat einen Witz beigesteuert. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Nice. Alter, Alter, Liebe geht raus. Ah, was Gabriel. Ist rot und liegt in der Pfütze? Oh oh. Ein gelbes Fahrrad. Alter. Oh oh, Gabriel rennt da in den Psycho-Cutter. Könnte vorbei sein. Das könnte es wirklich sein. Oder wie wir ihn auch nennen, Blades Blade. Aber Blades Blade ist nicht das Ende. Für ein Gabriel.
Oh oh, Gabriel kommt da angerannt, aber gleich in die nächste Aktion rein. Und Gabriel steht gleich wieder auf, will sich ihn nicht unterkriegen lassen, aber Blade ist da. Blade zeigt uns einen Bodyslam, aber Gabriel gibt wieder nicht auf. Schöner Armdrag. Ja, das sind die Hugo-Gene. Ah, der Dropkick, obwohl war mein Kopfkick, klappt auch nicht. Aber guck mal, er rennt sich da gleich in Sicherheit, der Dive nach draußen. Nice. Alter, holy Blade. Der glänzt ja hier heute richtig. Oh Gott, das wird eine Witzstunde heute. Wildboy schreibt, was ist der Unterschied zwischen einem Kaktus und einem Sessel? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Crossface, er sitzt. Und also Josh, danke für den Hinweis. Da hat Stream Deck versagt. So. Oh, Gabriel, wieder mit dem Korfkick, der nicht trifft. Blade ist da. Dropkick gegens Knie. Was ihm jetzt? Mounted Punches. Oha. Und? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Woran liegt das? Oh oh. Bam! Vorbei. Es ist vorbei. 1, 2, 3. Und Blade ist tot. Ja, schönes Blade Match. Blade ist tot? Nein, nicht Blade ist tot. Gabriel ist tot. Ja. So, und ja, ich merke schon, hier gibt es noch Audio-Fehler. Die ich aber auch erstmal finden muss. So. Okay, 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 okay. So. Dann sag mal was. Amazing Blade. 1, 2, 3, Ronny. 1, 2, 3, Ronny. Perfekt. So. Bam. Dann haben wir das auch gefixt. Ja, ein neues Jahr. Neue Fehler. Aber, also Josh, was. Was sagst du zum neuen virtuellen Amazing Black neben mir? Oh Gott, das ist so gruselig! Das ist so gruselig! Oh, Hilfe! Hilfe! Oh, nein, ich liebe dich. Oh. So, kommen wir zum nächsten Match mit einem jetzt audiovisuellen gefixten Amazing Black. Ja, okay, da haben wir noch ein kleines musikalisches Problem. Ja, das wusste unser Neuzugang Dari nicht. Wir benutzen nicht die originalen Musiken, aber hier haben wir jetzt eine originale Musik. Wir reden einfach drüber, Amazing Black. Dieser Typ, den hast du ja angelockt, ne? Ja. Und dieser Dari darf sich jetzt probieren. Ist jetzt auch sein Debüt. Und wir schauen mal, was dieser Mann im Ring kann. Also er hat schon mal grünes Haar. Damit hat er schon mal ein Alleinstellungsmerkmal. Haben wir eigentlich irgendeinen anderen, der hier grüne Haare hat? Hatten wir schon mal einen mit grünen Haare? Also außer, dass Freakzilla ein bisschen nicht grün hat. Ich glaube auch nicht. Ah, ich sehe schon. Feuerwerksverliebt hier. Da gehen jetzt unsere ganzen neuen Kosten einfach mal, ne?
Und im Chat erzählt man sich weiter Witze. Was haben wir da angefangen? Du wolltest es, du wolltest es. Ja, und ich leide jetzt. So, Darius im Ring für sein Debütmatch. Oh ja. Und mal gucken, sein Gegner. Oh ja, auch ein Neuzugang. Da kannst du ja ein bisschen was sagen zu diesem Muskelberg. Na, wir haben ihn ja jetzt schon ein bisschen gesehen, würde ich sagen. Also wir beide auf jeden Fall. Ja. Ich würde sagen, er ist einfach ein Zerstörer. Also, wo er hinschlägt, da wächst kein Gras mehr. Oha. Aber ich mag mein Gras unter dem Ring. Und deswegen ist Dari auch gleich weg. Achso, er ist das Gras. Pass auf, er kriegt jetzt einen Schlag ins Gesicht, den hat eine Glatze. Der sogenannte Infro, die Haare stehen nach innen. Achso. Macht Sinn. Ach, dafür steht das A bei Afro. Außen. Und dann ist es ein Ifro. Ja. Und es geht los. Dari gegen Ted Thompson. Let's go. Und ja, Ted gibt die Gas. Aber Dari ein bisschen schneller. Whip. Schlag in den Magen. Da, wo es halt weh tut. Mhm. Oh, Fame Asser. Oh, oh, harter Tritt. Jetzt hat den Thompson hier Probleme. Uiuiui, ui, ui, was für ein Face Crusher. Ja, wir haben jetzt hier zwei neue. Ist natürlich schwer einzuschätzen, wer jetzt super krass ist und wer nicht. Von Ted haben wir ein bisschen was gesehen, aber der Dari, der macht es hier auch nicht schlecht mit diesem Roundhouse 2. Und also auch wenn wir von Ted ja im Training positiv überrascht waren, ein Dari macht das hier auch nicht schlecht. Ja. Guck mal, guck dir diesen Griff an. Den haben wir ja noch nie gesehen, Zwinker, Zwinker. Knee Drop. So, wie geht's weiter? Dragon Screw. Ein Ted kann nicht viel zeigen. Ein Dari ist da. Ja. Einfach ein bisschen schneller. Und ich glaube, Schnelligkeit ist hier genau der richtige Konter. Oh, der hat ja auch Kraft. Power Slam. Und Dari setzt zum Cover an. Eins. Noch eins, ja. Eins. Eins. Oh, oh, der Dive nach draußen. Dari ist hartnäckig. Also, da hat man ja kaum Luft zwischen den Aktionen. Jetzt aber Thompson mit dem Snake Eyes gegen den Apron. Oh Gott, French. Suplex. Und jetzt endlich mal hier die Chance für Ted Thompson, Aktion zu zeigen, ein bisschen seine Muskeln spielen zu lassen. Doch wie gut wird er das schaffen? Ja, lässt hier Dari zurück in den Ring, denn da will man das Match als faire Sportsmann auch beenden. Wieder soll der Schlag in den Magen kommen. Oh, oh. Moneymaker! Gladiato! Und ja, ich glaube, er kriegt seinen Paycheck heute. Eins, zwei. Der kommt noch raus. Oh, dieser Lariat. Der war wunderschön, aber hat nicht gereicht. Da sieht man einfach die Kraft von Ted Thompson. Oh, und jetzt dreht er auf. Jetzt dreht er auf. Was sehen wir? Nichts. Dari wehrt sich. Ja, aber halt nicht gut genug. Ich meine, ja. Wenn du gegen eine Wand rennst mit einem Schulterblock, passiert auch wenig jetzt. Aber was sehen wir da? Hi, Angel. Aber ein Dari befreit sich. Oh, und jetzt wieder Gorilla Press. Power Slam. Oh. Stomp. Auf die Nase. Und gleich wieder gegen die Wunde.
Das ist nicht gut. Dari macht weiter. Wip. Was sehen wir jetzt? Nichts. Sie rennen einfach nur gegeneinander. Wissen da wohl nicht, was kommen soll. Oh oh. Abdominal Stretch, aber Dari befreit sich wieder. Bis jetzt noch alles ganz ruhig hier. Was kann uns ein Thompson zeigen? Snake Eyes. Und jetzt gibt es noch einen Alley-Oop hinterher. Die Frage ist aber, wann kann Ted Thompson hier mal eine richtig harte Aktion auspacken? Ich meine, der Moneymaker, der ist jetzt schon eine Weile her. Und da wäre alles drauf gekommen, die harte Aktion. Ja. Stattdessen haben wir bei Dari, der sich hier aber gut durchsetzt. Zweimal mit einem Knee Strike. Oh, Backhand-Schelle. Und wieder der Dive nach draußen. Nice, der Alter, Dari. Richtig geiles Match. Ja. Also, Ted Thompson muss hier viel einstecken. Oh, oh, Dari bemerkt gar nicht, dass Ted Thompson sich wieder in den Ring schleicht. Aber das kriegt er mit. Spin-Out Powerbomb. Und beide werden hier angezählt. Ne, wir haben ja hier ein normales Match. Und normales Match heißt, dass Pin und Aufgaben im Ring passieren müssen. Und außerhalb wird man angezählt bis 10. Also müssen die beiden sich jetzt die Gedanken machen, wie sie wieder reinkommen. Aber Ted Thompson macht sich jetzt erstmal Gedanken über eine Powerbomb. Wo geht die Reise hin? Gegen den Apron. Und dann, oh ja, einfach mal gegen geschleudert. Warum nicht? Ja, da lässt er halt seine Muskeln spielen. So, der Referee ist schon bei 4. Oh Gott. Da wurde jetzt einfach mal ein Bodyslam falsch gemacht. Ja. Einfach mal falsch herum. Und jetzt, oh, schau dir das an. Dieser Kraft. Flieg und Sieg. Die zwei Neuen, die geben hier alles. Aber bis jetzt hier Match of the Night. Oh, was sehen wir da? Und er ist schon bei 7, der Referee. Und der Ted Thompson lässt sich da Zeit. Schöner, gehaltener Suplex. So, Ted Thompson, was machst du da? Oh, ja. Beide im Ring. Was immer das sein sollte. Jetzt Ansatz für eine Powerbomb. Und geschmissen zum Cutter. Und war's das. 1, 2 und 3, Ted Thompson. Nice. Endet das Match hier. Ja, das war eine Schlacht. Oh, da sind wir noch mal ein Moneymaker. Das Ding tat weh. Da der Cutter nochmal. Und ja. Also das Match ging ja schon lange und dann so eine harte Aktion. Nur ist klar, dass es dann vorbei ist und damit Debüt geglückt für Ted Thompson. Der Gute. Naja. Oh ja, der soll sich jetzt feiern lassen. Er kann jetzt sich entspannen. Er hat sein Debüt hier geglückt. Und ich bin mir sicher, wir werden beide noch in der Zukunft hier an der GCW sehen. Ja. Ja, es sah lange Zeit sehr gut aus. Aber am Ende hat dann der Muskelberg gewonnen, ne? So. Jetzt kommen wir aber mal weg von Muskelberg. Denn wir haben jetzt ein neues Tag-Team. Ja, auch die Tag-Team-Szene hat hier Frischfleisch bekommen. Und da darf der Wild Dream sich jetzt mal beweisen. Gegen diese pure Ausstrahlung an Männlichkeit. Deswegen begrüßt für uns das neue Tag-Team. Oh ja. Amazing Black, ich wünschte, du könntest die Musik mithören. Ja, wir haben hier die Most Manly Men, die männlichsten Männer aller Männer. Und ich glaube, man sieht, wie männlich sie sind. Hatten nicht Matt und Jeff am Anfang der Karriere auch so ein Outfit?
Die hatten tausende Outfits. Aber ja, Jeff Hardy war ja da immer sehr lustig drauf und es gab auch eine Zeit, wo Matt mit so einem Netzoberteil angetreten ist. Und jetzt kommt das Tag Team, das letzte Season ja schon geglänzt hat, indem sie das Syndikat auseinandergenommen haben. Hier haben wir The Wild Dream. The Ranking Wild Boy und Dream Guy. In der letzten Season hatten sie ein gutes Debüt, einen guten Start hier in der Tag Team Szene. Zwei komplett durchgewürfelte Wrestler, die sich gefunden haben, die zusammengearbeitet haben und jetzt ein eingespieltes Tag Team sind. Und diese dürfen jetzt die Neuen begrüßen. Mal gucken, auf welche Art und Weise sie das machen werden. Okay, alle bereit. Es geht los. Und Dream Guy macht den Start. Auf der anderen Seite haben wir John Juan. Während der Blonde seinen Tag Team Partner Harvey's, der Harvey Handsome. Der ist richtig handsome. Oh ja. Und ja, Dream Guy macht Dream Guy Sachen. Und das Match ist vorbei. Ja, fast. Aber die haben jetzt schon unsere Tradition gebrochen. Ja. Der Referee wurde nicht angegriffen. Ja. Ich bin ja froh, dass der Referee überhaupt da ist. Ich dachte ja schon, er kommt heute nicht. So, und Dream Guy hat hier einen John Juan. Also Oso Josh würde jetzt sagen, das ist ein Jojo. Weil beim Anime Jojo alle Hauptfiguren Jojos sind. Bin ich auch ein Jojo? Nein. Außer du heißt Jurian Jobut. Ja, heiß ich. Oh mein Gott. Aber schau dir mal den Größenunterschied an. Schau dir den Größenunterschied an. Weg mit dem Dreck. Oh. Jetzt ein Lebenszeichen hier von John Juan. Er rettet sich in den Ring. Greift er erstmal weit bei an, der eigentlich gar nichts gemacht hat. Oh, da kommt Dream Guy mit der Racheaktion. Karma 1. Mehr auch nicht. Und Dream Guy pustet sich hier auf. John Juan. Back Elbow. Schöne Kombo. Super Kick. Wird dann weggestoßen. Clothesline wird geblockt. Und jetzt geht die Reise in die Tag Team Ecke. Aber ja. Die Reise war zu lang und Dream Guy hat jetzt die Möglichkeit. Doch wie einfach das aussieht. Wie einfach das aussieht. Jetzt der Wechsel beim Dream Team hier. The White Dream. Und jetzt White Boy. Schöner Dropkick. John Juan kann jetzt selbst was zeigen. Spybuster mit einem Ratschlag. Oh, eine schöne Clothesline. Und der Wechsel jetzt auch da. Harvey Handsome kassiert hier eine Clothesline. Wird gleich gecovert. War's das? Ja, wir kennen die ja nicht. Vielleicht reicht eine Clothesline bei denen. Vielleicht. Aber auch nicht. Oh oh. Wild Boy hat seinen Tag Team Partner hiermit in den Ring geholt für eine Tag Team Aktion. Next Snap. Back Kick. Und dieser Double X-Hände am Boden. So. Ja, bis jetzt ziemlich einseitig. Also, The White Dream hat hier keine Probleme. Oh, 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 was macht Dream Guy da? Nichts. Oh, schaut dir das an. Harvey wehrt sich mal. Harvey Handsome. Oh, die Schlacht da draußen. Aber die müssen trotzdem aufpassen. Sie werden da angezählt. Famaser. Ja, diesmal ist er vorbereitet. Diesmal ist er vorbereitet. Oha. Harvey. Kleine Kombination hier. Hurricanrana.
Ja, jetzt ist ein Dream Guy hier doch ein bisschen, ne? Ein bisschen unter Druck. Und jetzt John Juan. Nimmt hier den Dream Guy erstmal aus der Ecke weg. Schön weg vom Tag-Team-Partner, damit man nicht so schnell wechseln kann. Ah, schöner Takedown hier. Mit einem Elbow Drop. Ja, da muss er nochmal Zielwasser trinken. So. Wieder ein Hurricane Runner. Und jetzt Dream Guy wehrt sich. Ist das die Chance? John Juan wird hier hochgenommen. Für den Jackhammer. Und da hat es sich ausgeträumt. Zwei. Ah, aber der Tag Team Partner ist da. Der ist zur Stelle. Keine Chance. Oha. Oh Gott. Oha. Schau dir das an. Was passiert da? Alter, den musst du einen aufhalten. Ist da überhaupt noch Leben drin? In wem? Von den Beinen. Oh, oh ja. Einmal an die Augen pieksen und schon kommt man da raus. So schöner Hurricane Runner. Nachdem ich 15 Minuten gewürgt werde. Ja, wir stehen ja drauf. Ich meine, das gibt's ja so ein King, ne? Ja, natürlich. Und wenn einer drauf steht, ja dann wohl. Oh oh. Oh oh. Was hat sich outdreamt? Und das Ding sitzt. Das war's. Wenn da jetzt kein Harvey dazwischen funkt, ja. White Dream macht das Ding. Sehr schön. Da hat White Boy nachgeholfen, dass ein Harvey nicht mehr reinkommt. Ja, da sehen wir auch nochmal eine Tag Team Aktion von beiden. Und ich glaube, damit hat man das neue Tag Team willkommen geheißen. Ja. Bam, da kommt der Claremore. Da hat es sich alles geträumt für das neue Tag Team. Und ja. White Boy und Dream Guy. Sie setzen sich durch. Und die feiern hier zurecht. Haben natürlich die bessere Leistung gezeigt. Sind hier auch eingespieltes Team. Die anderen müssen sich hier bei der GCW auch erstmal zurechtfinden. Schauen wir mal, wie es mit denen weitergeht. Auf jeden Fall geht es bei unserer Matchcard weiter. Und wir haben jetzt einen Shining Star Champion im Ring. Er hat ja bei der letzten Großveranstaltung Corey Dynamite besiegt. Und jetzt ist er hier im Ring, um uns zu unterhalten. Und wenn ich das da schon wieder sehe, dann frage ich mich, warum. Ja, also. Ja, kein Spiel ist perfekt. Zum Glück sieht's die Zuschauerschaft nicht. Gehen wir mal rüber. Aber ihr werdet es jetzt wahrscheinlich sehen. Wir haben jetzt hier das nächste 1 gegen 1. Und ja. Wir haben keinen Motordefekt hier bei unserer Nebelmaschine. Das ist ganz normal so. Wir haben hier den Shining Star Champion. Den Besieger von Welten. Obwohl er kein Hardcore-Champion ist, hat er die besten Hardcore-Matches des letzten Jahres. Unser guter alter Error. Liebe. Ich sehe, er hat ein Upgrade. Amazing Black. Wie viel Mensch steckt denn jetzt noch in dieser Person? Ich würde sagen 50-50. Wow, Backflip und der Titel sitzt. Alter. Ja, das sind die Magneten. 50% Mensch, 50% Wiesel. Oha. Das erklärt, warum Error hier einer der mächtigsten Leute ist. Oh, hast du im Hintergrund dieses schöne Video gesehen? Das, was ganz kurz zu sehen war? Ja. Leider ja. Hat das Spiel ein Limit von 19 Videos, deswegen konnten nicht alle ein eigenes Titantron kriegen. Frag mich nicht warum.
Aber ja, Blue Bomb. Oh ja, da sehen wir. Super Blue. Oah. Super Blue aus dem Tech-Team. Blue Bomb. Ja, die Superhelden-Gemeinschaft, die sich hier bei der GCW gebildet hat. Die haben natürlich auch ihr eigenes Video bekommen. Und ja, wir haben hier einen ehemaligen Hardcore-Champion. Auch er hatte sich im letzten Jahr viel Mühe gegeben, da nochmal hinzukommen. Aber es hat immer im letzten Schritt gefehlt. Trotzdem waren da echt geile Matches bei. Und mal gucken, wie es dieses Jahr hier sein wird. Er darf sich jetzt gegen den Shining Star Champion Error durchsetzen. Unser guter alter Super Blue. Und jetzt sind beide im Ring angekommen. Beide werden jetzt Liebe machen. Und oh, schau dir das an! Error zerstört auf erster Linie. Aber Super Blue ist da, gibt nicht auf. Neckbreaker. Lässt sich hier nicht von einer harten Aktion unterkriegen. Guardrand Suplex, schön gemacht. Cover hinterher. Ja, das kann ja reichen, ne? Eins, zwei. Ja, immerhin bist du zwei. Ja, es war taktisch. Oha. Oha. Super Blue. Was war das? Ja, das war das Energiefeld, das ein Error einfach umströmt. Und mit der Clothesline einfach mal gezeigt hier, dass er nicht in den Ring gehört. Moonsault! Error dreht wieder auf. Ja, so kennen wir ihn. Und wieder dieser Pumpkick. Ja, das war's. Vorbei, komm. Error macht hier weiter. Aber Super Blue wehrt sich. Da gibt's einen Ellbogenschlag. Oha. Error, der dreht hier auf. Ab ins Seil. Nochmal rüber. Und Standing Moonsault. Ja, Error ist ja nicht umsonst hier Champion, ne? Er sagt ja auch, komm Super Blue. Das geht doch besser. Aber anscheinend nichts beim Buster. Cover. Reicht das? Eins. Nice, nice, nice. Anscheinend reicht das nicht. Ja, Pili-Kick. Error dreht auf. Error zieht hier durch. Super Blue wird hier einfach super unterdrückt. Ich glaube, unser Trance war nicht breit genug für Nick Bomb, der hier eigentlich mit am Ring stehen sollte. Oh, Cover. Cover 1. Ja, im Chat freut man sich hier als Dream Team Nummer 1 in der GCW, ne? Best Team White Dream, schreiben sie. Ja, habt ihr euch heute verdient. Oh, Super Blue wehrt sich. Ob er das nicht gleich wieder bereut. Error kriegt jetzt hier den nächsten Guardrand Suplex ab. Hast du draußen natürlich ein bisschen mehr weh. Oh, die Aktion wurde abgebrochen. Mit einem Shop aufgehalten. Und dann noch ein schöner Superkick von Super Blue. Ich habe Angst, dass mein Error hier noch richtig wütend macht. Oh, beide lauern. Aber Super Blue zieht sich in den Ring zurück. Oh, Clothesline. Schön. Ja, Super Blue kann jetzt auch endlich mal was zeigen. Aber wie lange geht das gut? Oh oh. Super Kick. Backflip. German Suplex. Und jetzt der nächste Super Kick. Ein Ding nach dem anderen. Error. Der ist unaufhaltsam. Ja. Ja. Noch ein schön Vorarm ins Gesicht. Hast du gesehen? Error kann auch Aktionen, die keine Technik benötigen. Oh oh, Frog Splash! Das Ding sitzt und vorbei. Da ist es normalerweise vorbei. Warte, er macht weiter. Er macht weiter.
Ach, Frog Splash, dieser Disaster Kick! Der sieht so geil aus. Ja, tot ist Super Blue. Hätte mich gewundert, wenn er da rausgekommen wäre. Ah, oh, der war schön. Ja, da sind die Lichter aus. Der arme Super Blue. Wäre bloß Nick Bomb noch da gewesen. Dann hätte er auch beide gefressen. Wahrscheinlich. Aber es wäre spannender geworden. Error setzt sich aber hier gut durch. Naja, er ist der Shining Star Champion. Das ist ja nicht umsonst. Das hat er sich verdient. Oh ja. Und dann sind wir auch für die erste Show bei unserem Main Event angekommen. Und hier geht es jetzt auch um etwas. Zwar kein Titel, aber wir haben ja Jester Welker, der zwar verletzt ist, aber laut GCW trotzdem bei der Großveranstaltung seinen Titel aufs Spiel setzen soll. Gegen die Person, die jetzt hier gewinnen wird. Also lasst euch jetzt mal überraschen. Die Leute machen sich bereit. Holt euch noch was zu trinken, geht auf Toilette. Der Main Event startet in 55 Minuten, wenn der erste Mann im Ring angekommen ist. Habe ich doch gut eingeschätzt, oder? Oder meinst du, er schafft das in 30 Minuten? Im bisschen Blick den Einschätzung. Nein! Das ist deine Einschätzung, mal gucken. Also. Vielleicht schafft er es ja mal schnell zu rennen oder so. Nein. Hopp. Dann wechseln wir die Kamera und machen Liebe. Wir sehen eine lange Kamerafahrt. Und es wird dunkel. Wir hören die Musik. Also ich hoffe, wir hören sie. Und schaut euch das an. Lord of Nightmare präsentierte die Ministry of Darkness. Und während der Lord No Disqualification Champion ist, was ja unser Hardcore Champion ist, hat das Stable ja auch noch die Tag Team Titel und das präsentiert er hier. Begleitet wird er natürlich durch Ashley. Denn hier hat er die Chance, sich für sein Stable einen dritten Titel zu verdienen. Auch wenn es nicht direkt heute ist. Aber der Gewinner bekommt die Chance, bei der Großveranstaltung gegen einen Jester Welker anzutreten, der vielleicht gar nicht fit sein wird, wenn er denn überhaupt da sein wird. Ich meine, der erholt sich noch von einem Autounfall, das sehr realistisch dargestellt wurde. Also, mal gucken, was der Lord of Nightmare hier zeigen kann. So, sein Gegner, der Mann, der mit einer schiefen Nase aus dem letzten Jahr rausging und mit einer geraden Nase wiederkommt. Oh yeah, begleitet vom kleinen Bruder. Oh, ist das sexy? Ist das sexy? Oh ja. Da wird die Suppe gekocht und Lord of Nightmare kommt da rein. Oh, oh, oh. Das wird aber eine saure Suppe. Oh, oh. Fukita Hyogo, er ist wieder da. Ohne Nasenstütze. Und nicht alleine. Nein, nicht alleine. Mal gucken, ob Lord of Nightmare da mithalten kann mit diesen Tanzschritten. Es wird auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, wir wollen alle sehen, wie ein Lord of Nightmare zugedeckt wird. No. Aber Lord of Nightmare ist keine einfache Aufgabe. Darf man nicht vergessen. Oh, 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 Alter, die gehen da gleichzeitig auf dem Apron. Das zeugt doch einfach nur von Technik, oder?
Also, die Wrestling-Qualitäten sind da. Bukita Hyogo ging nicht so glücklich aus dem letzten Jahr raus. Hatte ja ein Hell in a Cell Match gegen einen Jester Velka. Und hat da mehrere Pedigrees einstecken müssen. Vielleicht haben ja die auch die Nase wieder gerade gebogen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, er ist genesen, er ist wieder da. Und jetzt wird er sich wahrscheinlich gleich wieder was brechen. Es geht los. Lord of Nightmare, Big Boo, die Nase ist wieder schräg. Und Lord of Nightmare, gibt dir Gas. Double, Handed, Choke, Toss. Und Lordi macht Dinge, die Lordi immer gerne macht. Legdrop hinterher. Und mal gucken, ob die Manager sich draußen mitbeteiligen an diesem Match. Armwrench, ein Bukita Hyogo wird hier hochgehoben. Und Bukita Hyogo geht jetzt erstmal raus. Oh, 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 oh. Lord of Nightmare auf dem dritten Seil. Er wird doch nicht nach draußen springen. Doch. Fängt sich aber die Faust. Oh, schön. Gleich nachsetzen, Bukita. Ja. Jetzt glaube ich wieder an Bukita, also. Jetzt glaube ich wieder an Bukita Hyogo. Kann er ein Lord of Nightmare besiegen? Oh, schöner DDT. Aber außerhalb des Rings kann man nicht zugedeckt werden. Sonst wäre es jetzt vorbei gewesen. Ja, wird hier natürlich angezählt. Muss wieder zurück in den Regen. Das schafft er auch locker flockig. Aber er hat hier dem Lord of Nightmare auch viel Zeit gegeben. Und ja, das darf man nicht. Oh, lock up. In die Ringecke. Was kann uns Bukita Hyogo hier zeigen? Ah, simple Aktion. Spielt ein bisschen hinterhältig, aber das muss man gegen einen Lord of Nightmare. Schmeißt ihn hier nochmal in die Ecke. Shop. Alter, Bukita ist ja richtig gut drauf. Was hast du mit dem gemacht? Der war im Bootcamp. Oh nein. Der kann jetzt jedes Dance Battle gewinnen. Oh mein Gott. Er war immer weiter, hat einen Kuss drin. Oh. Oh, was war das denn, Alter? Der Ref hat nichts gesehen. Ja, der ist blind. Oh, 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 oh. Was sehen wir da? Was sehen wir denn da für einen Armbar? Kann der Lord of Nightmare sich noch befreien? Der Schaden ist aber angerichtet. Oh, 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 das hat geschellt. Ab ins Seil. Ah, Lord of Nightmare nicht schnell genug. Jetzt aber Behack abgewehrt. Alter, Bukita Hyogo ist da. Bukita Hyogo ist da. Dancing. Das Ding sitzt. Kann ein Lord of Nightmare geschlagen werden? Eins, zwei. Ah, klappt noch nicht. Aber das ist die Vorbereitung. Und jetzt wird. Oh mein Gott. Zugedeckt. Und das Ding sitzt. Oh, aber oh, nah am Seil. Oh. Nah am Seil. Eins. Zwei. Ja, weil er nicht gleich nachgesetzt hat. Die Decke hat gefehlt. Die Decke hat gefehlt. Mit diesen brutalen Worten meldete sich Amazing Black. Oh, Lord of Nightmare. Kommt er jetzt hier zurück ins Match? Tritt gegen Bukita Hyogo. Ja, jetzt noch ein bisschen wirken. Ist die Rache für diesen bösen DDT, den er da abbekommen hat. Kann man versuchen. So, wie geht's weiter? Armwrench. Ja, das haben wir schon mal gesehen. Geht hier weiter auf den Arm. Und Bukita rettet sich erstmal nach draußen. Oh, jetzt wieder der Sprung. Mal gucken. Hat Lord of Nightmare diesmal Zielwasser getrunken? Ja! Prescht da runter auf den ich wollte schon sagen Amazing Black, aber nein, Bukita Hyogo. Ich bin auch erstaunt, wie ruhig die Ringbegleiter sich hier machen. Oh, schön. Also die Ringbegleiter, die hatten ja hier noch gar nichts zu melden. Als wollten die gar nicht, dass ihre Partner gewinnen. Oh, oh. Ja, da hat er wieder zu viel Zeit verstreichen lassen.
Und irgendwann ist das auch tödlich für ein Pukita Hyuku, denn Lord of Nightmare hat noch keinen seiner Hartnackseln ausgepackt und so ein Schokeslam kann auch gerne mal aus dem Nichts kommen. So. Lord of Nightmare greift zu, Pukita Hyuku befreit sich, kann hier Schläge zeigen, er ist wieder da, diese Clothesline! Schöne Kombination. Alter. Was für ein Main Event aber auch hier. Schöner harter Tritt. Oh, 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 die Guillotine. War's das? War's das? Eins, zwei. Alter, wenn's das gewesen wäre. Ja. So muss man auch erstmal einen Lordi besiegen. Autsch, Lord of Nightmare. Befreit sich da. Pukita gibt nicht auf. Pukita gibt nicht auf. Was für eine Kombination. Gava. Eins, zwei. Aber nein, nicht genug. Nicht genug hier. Oh Gott, Dropkick. Autsch. Ja. Oh Gott. Oh, oh. Oh Gott, Pukita Hyuku sagt hier noch, komm doch. Und dann frisst er den Tombstone Pile Driver. Und eins und zwei und drei. Das war verschenkt. Das war sowas von verschenkt. Ja. Bis zu diesem Punkt aber richtig gut gemacht, also. Pukita Hyuku versäumt es und Lord of Nightmare wird in Zukunft die Chance kriegen, um den GCB Championship. Und damit wieder ein Sieg für die Ministry of Darkness. Ja, Ministry of Darkness, wollte ich schon sagen. War irgendein Wort falsch, aber nein. Manchmal erinnere ich mich sogar an die richtigen Worte. Und Leute, das war dann unser Main Event. Das war die erste Show mit kleinen technischen Schwierigkeiten. Jetzt heißt es Feintuning machen und beim nächsten Mal werden wir euch ein noch viel besseres Erlebnis bieten können. Also schaltet das nächste Mal wieder ein bei German Core Wrestling. Mein Name ist Tiger Ronnie. Neben mir ist ein sehr echt aussehender Amazing Black. Oh Gott. Ich liebe es. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. GCW.